Rundfunk. Hier heute gab es die erste Testspielpleite der Rückrundenvorbereitung, ein 1:3 gegen Union Berlin. Wie sind heute deine Eindrücke vom Spiel? Ja, erstmal muss man bedenken, dass wir nicht wie geplant die fitten Spieler haben, die wir gern hätten, sage ich jetzt mal. Und von dem her, wir hatten jetzt schon zwei Spiele hinter uns gegen sehr gute Gegner, die wir sehr positiv gestaltet haben. Und ja, die Belastung im Trainingslager ist hoch und deswegen sind wir auch alle müde. Und von dem her war jetzt primär erstmal das Ziel, einfach ein gutes Gefühl zu kriegen, auch was das Taktische angeht, was wir uns die letzten Tage erarbeitet haben. Und ich bin mit dem Spiel eigentlich sehr zufrieden, weil für das, dass wir eigentlich körperlich sehr kaputt sind im Moment, haben wir das ordentlich gemacht, hätten in der ersten Halbzeit sogar, sag ich mal, 2-3 Tore machen können. Die Chancen waren gut, es war wie gegen Heidenheim. Und das Gegentor war dann vielleicht zu einfach, aber gut, das ist ein Testspiel. Und in der zweiten Halbzeit waren dann die Spieler auch auf dem Feld, die jetzt nicht so viel gespielt haben, hauptsächlich die A-Jugendspieler. Für die war es ein Highlight. Ich denke mal, gegen Union ist ein Top-Club in der zweiten Liga. Da ging es darum, dass die Jungs das einfach genießen, ein Spiel auf hohem Niveau mitzunehmen. Und ich denke, dass wir mit dem Test trotzdem zufrieden sein können. Auf welchem Weg siehst du die Mannschaft grundsätzlich, wenn du die bisherige Rückrundenvorbereitung betrachtest? Ja, eigentlich direkt positiv. Es ist so, dass wir viel diskutieren innerhalb von der Mannschaft, mit dem Trainerteam, dass wir uns Dinge erarbeiten, was auch notwendig ist, meiner Meinung nach. Klar, wenn du 9 Wochen kein Spiel gewinnst, dann kann nicht alles gut sein. Und deswegen galt es jetzt direkt von Anfang an, den Fokus drauf zu legen, ein gemeinsames Ziel auszulegen. Und das war in den letzten Tagen sehr, sehr gut. Die Jungs ziehen alle mit. Und ich denke auch, dass wir das im Spiel auch sehen von außen. Absolut. Ich denke, speziell der Samstag mit dem, egal wie das Ergebnis war, grundsätzlich sehr überzeugenden Auftritt gegen Heidenheim. Dann auch noch einen relativ launigen Teamabend. Da hat schon einiges gepasst, ne? Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist alles gut. Die Bedingungen hier sind natürlich auch top. Wir können hier gut arbeiten, in Ruhe können wir arbeiten. Wir haben einen Gegner auf hohem Niveau. Was uns auch alles abverlangt, von dem her sind es, wie gesagt, auch sehr gute Tests. Und man sieht, dass es auch gegen stärkere Gegner in einer höheren Liga klappt, wenn alle an einem Strang ziehen. Aber Fakt ist auch, dass es nur so geht. Wenn da 2-3 aus der Reihe tanzen und die taktischen Vorgaben nicht ausfüllen, dann ist im Endeffekt alles für den Arsch und da sind wir auf einem guten Weg. Wir sprechen viel auf dem Platz. Man merkt, dass die Mannschaft lebt und das ist wichtig für die Rückrunde. Dankeschön. Alles klar.